Es soll ja Männer geben, die zu Hause heimlich mit der Modelleisenbahn spielen. Einem Villenbesitzer an der Ostsee kann das Spielzeug gar nicht groß genug sein. Die Kieler Staatsanwaltschaft ist jetzt bei einer Razzia in Heikendorf auf einen alten Wehrmachtspanzer im Keller gestoßen. Panzereinsatz mitten in einem der nobelsten Wohnviertel an der Kieler Förde. Die Bundeswehr rückt an zur Unterstützung der Polizei. Denn hinter diesen Mauern soll ein Sammler einen alten Wehrmachtspanzer besitzen. Die Bundeswehr will ihn mit schwerem Gerät dort rausholen. Die Pioniere werden jetzt mit dem Pionierpanzer DAX diesen Panzer aus der, ich sag mal, Tiefgarage holen und ihn eben auf seinen eigenen Rollen, Ketten hat er nicht mehr, hier nach vorne bringen. Dann wird er auf den Tieflader verladen und abtransportiert. Mit 50 Frauen und Männern sind Polizei und Bundeswehr im Einsatz. Die Bewohner dieses gediegenen Stadtteils durchaus überrascht. Ich habe erst gedacht, ich drehe einen Film, dass da ein Film gedreht wird, irgendwas, das was Besonderes ist. Aber das ist jetzt halt ein toller Aufwand gewesen. Und irgendwann was zum Betrachten, einmal was anderes zum Sehen, ne? Nicht alltäglich. Nicht einmal der Bürgermeister war informiert worden, dass in seiner Gemeinde Panzer anrollen. Dabei war es seit Jahrzehnten Stadtgespräch, dass in dieser Straße altes Kriegsgerät gesammelt wird. Er ist schon während der Schneekatastrophe vor, wann war die jetzt, 37 Jahren hier in Kitzelberg gesichtet worden. Weil es das einzig geländegängige Fahrzeug damals war, was hier noch fahren konnte. Und da fuhr er mit dem Bergepanzer? Da ist er hier mit seinem Panzer rumgefahren. Hat sich keiner gewundert? Da haben alle geschmunzelt, jeder wusste, dass er das Ding da hat. Der Panzer ist heute nicht mehr fahrtüchtig und wird in diesen Minuten abgeschleppt. Zahlreiche alte Schusswaffen beschlagnahmen die Ermittler. Peter Gramsch, der Anwalt des Sammlers, versichert gegenüber dem ZDF, alle Waffen lagerten legal und sicher auf dem Grundstück seines Mandanten. Die Behörden waren nach dem Fund der sogenannten Hitlerpferde in Süddeutschland auf den Heikendorfer Sammler aufmerksam geworden. Er hatte die NS-Statuen einst auf seinem Grundstück gelagert. Genau wie den Wehrmachtspanzer Panther, wegen dem er jetzt die Bundeswehr im Garten hat. Wie groß der Keller da sein muss, ne?